Servus, hallo, ich wollte euch mal die zwei gängigsten Systeme, Kappschienensysteme und besser gesagt Handkreissägen mit Kappschienen zeigen. Und da gibt es eigentlich im Prinzip nur Muffel und Festool. Es gibt noch eine Metabo, die ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Ich durfte sie auch schon nutzen. Ist natürlich preislich deutlich günstiger, aber trotzdem nicht auf dem Level jetzt diese Muffel und Festool, vor allem nicht was Muffel anbelangt, weil die haben das ja auch erfunden. Da sind sie einfach das Original. Festool wird sich das Patent dazu kaufen, genauso wie Metabo. Von Bosch kommt demnächst eine, da habe ich nur ein Video gesehen im Prinzip. Und da bin ich auch mal gespannt, aber ansonsten sind das die zwei besten. Und für mich gibt es auch keine Alternative. Was ich halt geil finde an diesem Kappschienensystem ist, du kannst sie im Prinzip wie eine normale Kappsäge verwenden bei beiden Sägen. Richtig geil. Man kann sie auch als normale Sägen verwenden, also mit auf einer normalen Schiene draufpacken. Dann hast du auch Tauchsägen, das können im Prinzip beide, sie können im Prinzip eintauchen, das kann keine andere Handkreissäge. Bei Muffel ist das nicht ganz so gut gelöst, da braucht man zwei Hände, da hebt man diesen Hebel hoch. Mit der rechten Hand, mit der linken bedient man die Säge umgekehrt. Also das ist im Prinzip eine Zweihand-Tauchsäge. Bei Festool ist das ein bisschen besser gelöst. Da ist es federnd gelagert, man tippt auf den Knopf, dann fährt sie hoch und die ist federnd gelagert. Also braucht nur eine Hand zum Eintauchen. Das kann die Muffel nicht. Was ich wiederum geil finde an der Muffel, zumindest hier an diesem Modell, ich habe natürlich auch schon die großen Muffel-Modelle gehabt, also die 55er und 60er. Die 85er durfte ich nur ausprobieren. Da finde ich aber wiederum die größere Festool geil, aber bleiben wir erstmal bei der kleinen Muffel. Was ich halt an der kleinen Muffel sau geil finde, ist halt, die ist so kompakt. Die ist winzig, kannst du überall einpacken. Im Prinzip ist auch da so eine aufrollbare Schiene dabei im System, also ihr habt im Prinzip die ganze Säge. Die Kappschiene und noch eine ganze Schiene mit 1,40 Meter Länge, die man aufrollen kann im System da drin. Und das nimmt halt keinen Platz weg. Das habe ich so noch nie gesehen. Da muss man einfach sagen, da hat sich Muffel echt was einfallen lassen. Das ist so geil, also wirklich richtig geil. Und vor allem bei der kleinen, auch wenn sie nur 120er Schnitt, Sägeblatt hat, die schafft 40 mm Schnitttiefe. Ist ein bisschen klobig jetzt wegen dem riesen Metabo-Akku von 10 Ampere. Aber schon richtig geil. Und damit kann man wahrscheinlich auch eine ganze Woche durchschneiden. Was ich aber sagen muss, was ich geil finde an diesem Kappschienensystem, ihr könnt es als Kappsäge nutzen. Hier stellt ihr den Winkel ein, das sieht man hier, bis 60 Grad auf der Seite. Bei Festool schafft man auf beiden Seiten 60 Grad, bei der Muffel nur auf der und auf der anderen, wenn man es andersrum anlegt, nur auf 45 Grad, aber es reicht vollkommen aus. Was ich auch sagen muss, jetzt nichts gegen Muffel oder sowas, also Muffelsägen sind qualitativ überragend gut, auch sagt jeder, das sind die besten, kann ich so nicht ganz bestätigen. Muffel ist zwar wahrscheinlich alternativlos, aber ich muss auch sagen, die Festool ist besser verarbeitet. Vor allem, ich hatte auch die größeren Muffelsägen. Bei Muffel ist ein bisschen mehr Plastik. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Da hat Festool ein bisschen mehr Verarbeitung drin reingelegt. Da ist mehr Metall drin. Vor allem bei den Kappschienen, das sieht man hier, das ist die Halterung aus Metall. Bei Muffel sind sie bei allen Sägen aus Kunststoff. Also haben ein bisschen mehr Kunststoff verbaut, auch wenn sie richtig schwer ist. Also so ist das nicht. Die ist trotzdem verarbeitungstechnisch deutlich besser als alle anderen Sägen. Aber da liegt Festool meiner Meinung nach, oder besser gesagt, es ist einfach so, da ist die Verarbeitung einfach besser. Andersrum wiederum finde ich geil bei Muffelsägen, die haben einfach mehr Leistung. Ohne Zweifel. Selbst die kleine Säge hat mehr Leistung als die Festool. Auch wenn die Festool jetzt hier den neuen 8 Ampere Akku drin hat, also mit diesen High Power Akkus mit 21700er Zellen, aber dafür ist die Säge nicht ausgelegt, die ist einfach ein bisschen zu alt wahrscheinlich dafür. Die Muffel im Prinzip auch, aber die hat einfach mehr Leistung. Also da weiß nicht wieso. Liegt wahrscheinlich daran, dass es ein kleineres Sägeblatt hat. Die zieht einfach mehr Leistung. Also da fühlst du nichts bei Hartholz. Das geht einfach durch. Aber das zeige ich euch gleich. Da gibt es bei Festool eine Alternative und vor allem, das ist halt das Geile, was ich wiederum am Festool geil finde. Erstens, sie ist kompakter als die Muffel-Akku-Handkreissägen. Und vor allem, ihr könnt auch jetzt, was halt bei Muffeln nicht geht, das zeige ich euch später, ihr könnt darauf Tauchsägen verwenden vom Festool. Das geht bei Muffeln nicht. Das geht bei keiner anderen Hersteller. Es schafft bis jetzt nur Festool. Ihr legt eure Tauchsäge drauf und im Prinzip könnt ihr die Tauchsäge als im Prinzip auch als Kappsäge verwenden. Also das ist richtig geil. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Mach mal einen kurzen Schnitt. So, bevor ich es vergesse, bevor ich noch ein paar Features, was gesagt, vergesse, wollte ich noch ganz kurz zeigen, wie man hier im Prinzip die Höhe verstellt bei der Muffel. Und zwar geht das hier mit diesem Hebel. Also im Prinzip kann man hier die Höhe verstellen. Man taucht damit auch ein. Ist eine Zweihandbedienung. Also bei der Höhenverstellung ist das richtig geil. Man kann sie auch hier festziehen. Und das ist schon gut. Nur beim Eintauchen ist es ein bisschen blöd, dass man da eine Zweihandbedienung braucht. Bei der Festool hingegen
Ist jetzt zwar auch eine Zweihandbedienung, wenn man die Höhe verstellt. Man pincht die zwei zusammen, dann kann man im Prinzip die Höhe einstellen bis 55er Schnitttiefe. Aber wenn es um die Tauchfunktion anbelangt, da ist hier nochmal ein Taster. Wenn ich da drauf tippe, zack, ist jetzt federnd gelagert. Das ist jetzt wie im Prinzip eine normale Tauchsäge. Das ist eine einmalige Funktion und zum Eintauchen braucht es sozusagen nur eine Hand. Und das ist einfach geil. Das kann keine Muffel-Tauchsäge, ist ein Festool-Patent. Da ist Festool wiederum besser. Muffel natürlich saugeil, trotzdem. Was ich auch cool finde an beiden Sägen, ihr habt hier im Prinzip diesen Taster, um diesen Schutz, Sägenschutz zu entfernen. Das geht auch nur bei Muffel und Festool. Metabo und Bosch, Makita haben das nicht. Das ist also im Prinzip nur ein System von den beiden. Bei Festool ist es auch hier im Prinzip ein Taster. Kann ich jetzt schlecht zeigen mit beiden. Doch, geht. Also richtig geil. Auch finde ich es geil, dass ihr im Prinzip wandnah mit beiden sägen könnt. Geht bei vielen Handkreissägen nicht, weil sie im Prinzip nochmal so eine Bodenplatte verlängert haben. Auch nicht schlecht, aber auch nicht... Nein, es hat Geschmackssache. Was ich noch sagen muss, was ich ein bisschen schade an Muffel, Metabo oder grundsätzlich an CRS-Systemen finde, ist, dass die Akkuentnahme am Gerät selber ist. Vor allem, was ich auch sehr komisch finde, die lassen sich schlecht entnehmen und auch wieder schlecht reinstecken. Das ist so ein CRS-Phänomen, finde ich echt schade. Also das ist... Da tut man sich teilweise echt schwer. Die kriegt man so schwer raus und wieder rein. Ja, mei. Da ist Festool auch wiederum deutlich besser. Da gehen sie einfach raus wie Butter. Also es geht wie Butter raus und wie Butter rein. Zack, super leicht. Da gibt es eigentlich nur noch die Makita, die genauso leicht ist. Wenn nicht sogar ein bisschen besser als Festool. Alle anderen Hersteller, Bosch, Milwaukee, sind da auch ein bisschen schwierig, wenn es um die Akkuführung gelangt. Also da ist Festool und Makita die besten. Bei Muffel leider schade für diese Preisklasse. Vor allem, die ist auch teurer als die Festool. Ja, ist halt einfach so. Vielleicht kann man das ein bisschen überarbeiten, aber ich glaube eher nicht, dass man das machen wird. Na gut, jetzt wollte ich nur mal ganz kurz zeigen, wie das ausschaut, wenn die Festool-Tauchsäge auf der Kappschiene ist. Und das zeige ich euch jetzt gleich dann. So, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, dass man im Prinzip auch die Tauchsägen auf der Kappschiene verwenden kann. Es geht aber auch nur bei Festool. Muffel kann das nicht. Das finde ich halt richtig geil. Vor allem... Gut, man muss jetzt sagen, es ist ein bisschen übertrieben mit der ganz, ganz großen TSV 60, also mit dem Vorsitzaggregat, mit dem zweiten Sägeblatt. Da nimmt man wahrscheinlich eher die normale TS 60. Was ich aber sagen muss, und das ist halt auch alternativlos, das schafft Muffel nicht, ist die Leistung einfach. Und ich habe auch die großen Muffelsägen gehabt, also die 85er, 60er, 55er, sowohl kabelgebunden, Akku. Die TS 60 ist zwar kabelgebunden, aber was die Leistung anbelangt, die bombt alle weg. Also jede Muffelsäge. Also ich weiß nicht, was Festool mit diesem Brushless-Motor gemacht hat. Die zieht einfach durch. Und das schafft auch die, das schaffen auch die großen Muffelsägen nicht. Also da ist Festool jetzt echt alternativlos mit der Tauchsäge. Vor allem, ihr habt sein ganzes System dabei. Ihr habt eine Kappsäge, Tauchsäge, natürlich auch, wie schon gesagt, mit dem Vorsitzaggregat hier im Prinzip auch für beschichtete Platten. Also, und vor allem, ihr habt auch eine hohe Schnitttiefe von 60 mm. Jetzt keine 85, die große, aber leistungsmäßig, wie schon gesagt, bombt die alles weg. Was ich auch noch sagen muss, das finde ich ein bisschen schade bei Muffel, Kappschienensystem. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen. Wahrscheinlich passen sie es genau an. Ihr könnt die hier nicht auf der Säge einstellen, also spielfrei einstellen. Hat immer so ungefähr 0,3, 0,5 mm Spiel im Prinzip auf der Schiene. Das geht bei Festool schon, auch bei den Handkreissägen. Ihr könnt das hier wirklich spielfrei einstellen. Dann ist die wirklich perfekt auf der Kappschiene. Dann sind die Schnitte richtig geil. Das geht bei Muffel leider nicht. Dafür hat die Muffel wiederum einen Kippschutz, das haben die Festool-Sägen nicht. Ich würde mich lieber für den feinen Schnitt entscheiden, aber trotzdem wirklich schon beide schon sehr hohe Level. Also da machst du mit beiden nichts falsch. Ich würde mich aber jetzt mittlerweile eher für die Festool-Systeme entscheiden, weil, wie schon gesagt, ihr könnt das normal mit der Handkreissäge bedienen und jetzt auch noch mit der Tauchsäge in Kombination. Da hat die Kappschiene einfach viel mehr Funktionen dadurch. Vielleicht bringt Muffel demnächst eine raus. Wer weiß, weiß ich jetzt noch nichts davon. Wird wahrscheinlich demnächst kommen, weil Schuhwerk Muffel ist der Finn und die werden sich da jetzt auch nicht sagen, da hinken wir jetzt hinterher. Wird wahrscheinlich kommen demnächst. Was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen, ist die Absaugung. Bei der Tauchsäge sowieso, da ist die Absaugung besser als die von den Handkreissägen. Ist einfach so. Vor allem mit den neuen 60er Modellen, die ist wirklich super. Wenn es um die Handkreissägen geht, ich kann mal nochmal schnell kurz die Festung holen. So. Weiß nicht. Festool-Handkreissäge nochmal. Da muss ich sagen, ist die kleine Muffel besser. Bei den großen Sägen ist sie auch besser als bei den Festool-Handkreissägen zumindest. Da hat Muffel ein bisschen mehr.
Know-how reingelegt, was die Absaugung anbelangt, ist meiner Meinung nach auch einfach besser. Aber wie schon gesagt, ihr macht mit keinem System was falsch. Wenn ihr euch für irgendwas entscheidet, nehmt halt Festool, Muffle. Muffle, wenn es um Leistung geht, was Akkus anbelangt. Festool, wenn es kabelgebunden ist, da ist die Leistung alternativlos zumindest bei den Handkreissägen oder bei den Tauchsägen, besser gesagt. Ich finde wiederum aber, die Handkreissäge vom Festool ist kompakter im Vergleich zu den gleich großen Muffle-Sägen und sind auch besser verarbeitet. Vor allem die TSV60 ist verarbeitungsmäßig einfach genial. Also da ist momentan alternativlos, auch in den Tauchsägenbereich. Na gut, also dann, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Vielleicht, wie schon gesagt, also ihr macht mit beiden nichts falsch. Ich finde jetzt zum Beispiel, wenn es um Handkreissägen geht, die kleine KSS40 richtig geil, wenn nicht sogar das Beste. Die hat echt so eine kompakte Säge und die reicht auch für 99% aus. Und ich meine, ich nutze das eigentlich für Küchenbau, für Bodenlegen und da ist es echt, das reicht vollkommen aus. Für einen Zimmerer wird sie klar zu klein sein, das schafft sie dann nicht, da nehmt ihr euch die großen. Aber wie schon gesagt, die KSS40 ist alternativlos in der Größe. Die hat wirklich alles dabei. Na gut, also dann wünsche ich euch noch viel Spaß und Servus.